Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute die Story-Quest-Reihe von den Mechagnomen zeigen. Und zwar, wie wir die als verbündetes Volk freischalten können. Und bevor wir jetzt anfangen, will ich euch erstmal die Voraussetzungen zeigen. Ihr braucht nämlich eigentlich nur zwei Sachen machen. Und zwar einmal müsst ihr ein Meta-Achievement abschließen. Das heißt die mechagonische Bedrohung. Und dafür müsst ihr einfach die Geschichtsstränge in Mechagon abschließen. Denke ich mal, müssten die meisten schon gemacht haben. Und als zweites braucht ihr dann einmal hier noch eine Ruffraktion oben. Und zwar ist das der Rossbolzenwiderstand. Den haben wir hier unten. Den müsst ihr auf ehrfürchtig haben. Und dann könnt ihr quasi hier die Storyline beginnen. Soweit ich weiß, könnt ihr das theoretisch auch auf einem Hordenschar gemacht haben und dann mit einem Alichar quasi. Ja, die Questreihe hier beginnen und könnt dann die Mechagnome spielen, sobald wir die Questreihe durch haben. Und ja, ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt zusammen an. Hier können wir sie annehmen. Viel Glück da draußen. Und zwar müssen wir Keine jetzt Zeit mehr verlieren, um erstmal. Burg Prachtmeer zu heilen. Trefft mich dort. Okay, wir müssen einmal zur Burg Prachtmeer fliegen. Und das geht jetzt um die Storyline quasi um Mechadrill. Wer sich zurückerinnern kann, in der Saalor hat man ja gegen ihn als Hordler kämpfen können. Genau, das war ja der vorvorletzte Boss, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel der auf jeden Fall der erste im dritten Teil. Und da hat man ihn ja quasi als Hordler umgeboxt und dann wurde er in seinen Kampfpanzer eingeschlossen und die Mechagnome versuchen ihn seit daher aus diesem Panzer rauszukriegen. Da haben wir ihn. Mechadrills Rettungskapsel. Und darum wird jetzt die Storyline quasi gehen und ja, mal gucken, was man da so machen muss. Auch wenn die Mechagnome nicht helfen können, könnten sie die Kapsel mit Energie versorgen, bis ich Hilfe geholt habe. Okay, wir müssen jetzt hier wir müssen was besorgen. Einmal darüber. Ob der besorgt. Okay, jetzt schauen wir mal, wo der ist. Hier hinten. Also ich habe schon so ein bisschen was gesehen gehabt, dass anscheinend dann Mechadrill der König auch von den Mechagnomen werden soll. Aber wie wir da hinkommen, wird es jetzt interessant. Ah, schau mal, das sind diese Teile, die auch die Kisten abwerfen. Okay, den haben wir besorgt, den Frachtkopter. Den bringen wir einmal zurück und. Ach, der fliegt mir hinterher. Ach, schau mal, Anne. Quasi an der. Oder sieht man eine Leine? Nee, sehe ich jetzt nicht. Komm mit, Frachtkopter. Sieht ja ganz cool aus, das Teil. So, und den müssen wir jetzt quasi hier drauf anwenden, oder? Dass das mitgenommen wird. Ah, okay. Okay. Der Frachtkopter wird ihn direkt nach Mechagon bringen. Ich hätte Erasmin wohl sagen sollen, dass wir kommen. Versuchen wir vor der Kapsel dort zu sein. Ja, machst du mir ein Portal auf? Bitte, bitte mach mir ein Portal auf. Ah, scheiße, ich muss da hinfliegen, ne? Ich dachte es mir schon. Okay, also wir müssen anscheinend einmal komplett rüberfliegen auf der Insel und ich würde sagen, dann sehen wir uns dann gleich wieder. So, wir sind einmal hier nach ewigem Fliegen angekommen auf Mechagon. Und jetzt müssen wir mit Prinz Erasmin anscheinend sprechen. Lasst uns mit Warren sprechen. Sie wird uns sagen, was sie braucht. Warren, okay. Okay, was brauchst du? Also sammelt 4 hitzebeständige. Was ist das? Schlick, okay. Ja. Und Maschinenteile. Aber wie kann denn Schlick hitzebeständig sein? Jetzt bin ich verwirrt. Okay, schauen wir mal, wo wir das herkriegen. Halt, wir haben die Quest nicht angenommen. Nochmal zurück. Anscheinend bin ich zu schnell losgeflogen. Das soll ja alles hier auf Mechagon sein. Interesse an einem neuen Projekt? Ich werde das Jetzt Projekt haben wir die führen. Quest angenommen. Ah, okay. Ich schätze die Chancen, den Insassen Die zu bevorzugen, Maschinenteile sind da sind hinten und hier ist überwiegend vielleicht der Schlick. Jetzt schauen wir mal. Wir müssen wahrscheinlich die Roboter umboxen, schätze ich jetzt mal. Nein, da müssen wir nichts umboxen. Der droppt auch nichts. Gucken wir mal, ob hinten was ist. Nee. Ah, schau mal, die müssen wir umboxen. Die leuchten. Ich vermute, da kriege ich den Schleim oder den Schlick her. Wie der natürlich hitzebeständig sein soll, frage ich mich immer noch. Oh, super, jetzt habe ich auch noch dieses Elite-Viech hier gepult. Das werden wir aber gleich Shadow melden. Okay, da haben wir schon mal nichts gekriegt. Wunderbar, ist es weg. Okay, da haben wir noch was. Also anscheinend müssen wir jetzt X-Dinger hier umboxen, weil die anscheinend keine hundertprozentige Drop-Chance haben. Solche Quests liebe ich natürlich immer schon, wenn du dann 6 Teile besorgen musst, oder? Ja.
und dann 500 Mobs töten darfst. Aber naja, so ist das. Das kennen wir ja alle. Oh, okay. 5 Mobs habe ich umgehauen. Ein Teil habe ich gekriegt. Aber hiervon muss ich nur 4 besorgen. Das geht ja. Schauen wir mal, wie es mit den Maschinenteilen ausschaut. Ob ich da mehr brauche. Also mehr Mobs dann für die 6 Teile. Naja, hier. Zweiter Mob. Teilweise habe ich so die Befürchtung manchmal, wenn ich viele Mobs zusammenpull, dann kriege ich im Verhältnis relativ wenig Loot. Kennt ihr das? Also irgendwie habe ich dann immer so die Befürchtung, da ist Loot verschluckt, aber wahrscheinlich ist das auch nur so ein Hirngespinst. Ähnlich wie die Sache, wenn man in... Kennt ihr das noch damals aus Naxxramas, wenn du hier die Katze umbringst, ne? Hier Mr. Bigglesworth, dann gibt es schlechten Loot. Da gab es auch immer ein langes Gerücht. Sowas ist das, glaube ich, so in der Region der Gerüchte und Mythen. So, ein Ding brauchen wir jetzt noch. Ich hoffe, das droppt hier raus. Sudala. Wunderbar. So, jetzt haben wir sogar nochmal ein zusätzliches gekriegt. Anscheinend hatte ich am Anfang bloß Drop-Pech, so wie letztens auch schon. Shinny, ich grüße dich an der Stelle. So, okay. Was müssen wir denn jetzt hier unboxen? Schauen wir mal. Die leuchten nicht. Also das sind anscheinend die falschen Mobs. Ah, okay, aber sie droppen es trotzdem. Ja gut, ich glaube, ich schieße jetzt einfach mal alle Roboter an, die hier rumlaufen. Werde ich schon was kriegen. Soll ja hier in dem ganzen Gebiet anscheinend droppen. Ich muss näher ran. Gucken wir mal. Also wir müssen halt irgendwie jetzt den Mecha-Drill einmal aus der Kapsel rauskriegen. Der muss ja da schon ganz schön lang drin sein, wenn ihr überlegt. Der ist da reingekommen, wo wir in BOD waren. Zwischendrin kam ja Crucible of the Storm raus. Und dann nochmal hier der Shara Raid. Also der wird ja schon eine Weile nichts mehr zum Essen haben eigentlich, ne? Also, frag mich, wie sie den am Leben gehalten haben. Aber ich muss sagen, ich fand's cool, dass mal Mechadrill so ein bisschen einen größeren Auftritt hatte. Das letzte Mal hatte man ja hier so ein kleines Event gehabt um Gnummerigan. Da gab es ja mal diese Schlacht um Gnummerigan, wo man auch Mechadrill groß dabei hatte. Das war ein cooles Event, aber das ist, glaube ich, schon ewig her. War das in Legion oder war das sogar noch vor Legion? Oder war das sogar noch davor oder ein MOP? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auf jeden Fall schon lang her. Da war das mit Mechadrill so das letzte Mal im Fokus und jetzt kam halt ewig nichts, ne? Dann einmal jetzt im Raid mit Chainer, so als quasi Vorboss dafür. So, 2 brauchen wir noch. Den hauen wir noch um und da hinten haben wir noch einen. Ah, shit, ich brauche halt noch ein Ding. Okay, wer hätte es gedacht? Hier, komm. Den hauen wir weg, dann haben wir's. Yes, wunderbar. So, dann einmal zum Questgeber zurück. Mal gucken, was wir als nächstes machen müssen. Also ich würde einfach die Kapsel aufbrechen und schauen, was passiert. Ich glaube, das wäre so die schnellere, zwar brachiale Lösung an der Stelle. Ach. Okay. Notfall. Also, was müssen wir machen? Wir müssen so einen Typen umboxen, oder? Ah, irgendeine Dings, eine Crew aktivieren. Wo ist das denn? Sicherheit geht vor, alles klar. Das soll uns doch nur wieder ablenken hier. Okay. Ah ja, und jetzt müssen wir da runter. Ach so, das ist der Typ, heißt so, und den muss ich mitnehmen. Na komm, hier. Muss ich auf dich warten? Weißt du, hat er keinen Flugmount, der Typ. Schlimm. Ich will jetzt nicht zu weit weglaufen von denen. Okay. Ah ja, danke, ich schaue mir das gleich an, was du mir gepostet hast. Mir wurde hier eben der Link gepostet, nachdem ich gefragt hatte. Und zwar geht es darum, ob verbündete Völker, wenn man die als DK spielt, ob das dann auch zählt fürs Achievement, weil ich will natürlich alles effizient machen und das würde dann auch dazu gehören. Also ich habe jetzt den Typ mitgenommen, dass wir den Typen hier den, was ist denn das, ein Trock, oder? Dass wir den umhauen. Also ich glaube, mit dem hätte ich jetzt gerade so alleine auch geschafft.
Aber wir wollen natürlich dann, wenn wir sie jetzt auch schon freispielen, die Mechagnome, die auch auf 110 spielen, um dementsprechend dann auch die Heldentat, oder nee, das ist sogar ein normales Achievement zu bekommen, ne? Und ja, wenn ich die natürlich als DK spielen könnte, wäre es nice. Jo, zurück zum Rossbolzen, auf geht's. Dahinter müssen wir. Kapsel abgeliefert. Ach so, die kommt jetzt erst an, oder? War die noch gar nicht da? Vorher hieß es ja, wir müssen ja irgendwie schauen, dass wir quasi vor der Kapsel in Mechagon ankommen. Also, Kapsel abgeliefert, den Typen haben wir besiegt. Okay, alles klar, wissen wir Bescheid. Wo müssen wir denn die Kapsel jetzt abliefern? Ah, hier, okay. Gut, gut. Insassen, okay. Okay, jetzt müssen wir ein paar Teile besorgen. Gut, dann einmal rüber. Und zwar müssen wir hier drei Sachen insgesamt besorgen. Die sollen anscheinend hier rumliegen und hier hinten. Mal gucken, ob wir das schnell kriegen oder ob das auch wieder so eine unterirdische Dropchance hat. Ich hoffe es mal nicht. Ich muss sagen, ich war jetzt eine Weile tatsächlich nicht mehr auf Mechagon oder in Mechagon. Warte mal, ist es der hier? Nee. Hier wird es aber angezeigt, dass ich es holen kann. Ah, das ist wahrscheinlich oben, ne? Der hier hat's. Komm, den Laser mal gleich mal zu Tode. Zack, weggelasert. Wunderbar. Solche Quests habe ich gern. Gehst hin, haust einen Mob oben, zapp, trapp und du hast instant dein Item. Wunderbar, so muss das sein. So, das zweite haben wir hinten. Ich hoffe, das ist auch wieder ein Mob, den ich einfach nur weglasern kann. Der wird es wahrscheinlich nicht sein. Ist es der hier? Na super. Gut, der ist schon mal tot. Das ist wahrscheinlich einer, den ich brauche. Jetzt schauen wir mal, hier hinten soll auch noch einer sein. Wenn wir uns den mal als nächstes schnappen. Gut, ist es natürlich anzunehmen, dass jetzt, ne, in der ersten Woche, wo die Mechagnome rausgekommen sind, oder beziehungsweise diese Prequest, dass dementsprechend dann auch einer. Ah, die müssen wir umhauen, oder? Dass dann natürlich auch einige die Quest machen. Komm, da ziehen wir doch Inka für, wenn wir schon mit Inka spielen. Boxen ihn weg. Ich könnte theoretisch auch HT ziehen. Falls ihr das nicht wisst, der Lederer hat ja so ein HT-Item, wo er HT ziehen kann. Und das kann man mittlerweile überall einsetzen. Das kannst du sogar im Raid einsetzen, in Mythic Plus, in Inseln. Ganz am Anfang, wo sie das eingeführt haben, ne, war es halt blöderweise so, dass du es nirgends einsetzen konntest, wo instanziert war. Du konntest nur in der Open World einsetzen und das war halt ziemlich schwach, ne? Und jetzt haben sie das gefixt. Jetzt kannst du es überall einsetzen. Finde ich eine gute Sache, weil Open World gegen irgendwelche NPCs brauchst du es halt tatsächlich selten, ne? Aber in Inseln ist es halt praktisch oder auch im M-Plus oder im Raid oder so. Gut, im Raid ist es wahrscheinlich eher weniger, weil im Normalfall solltest du da wen dabei haben, der HT ziehen kann, ne? Aber man weiß ja nie, wenn man eine komische Raid-Aufstellung hat und dann auf Trommeln oder hier dementsprechend auf so ein Item rückgreifen muss, ne? Kann es halt auch geben. Gut, jetzt haben wir alle Items. Wir müssen jetzt wieder zurück zur Rettungskapsel anscheinend. Zack, den hauen wir auch noch weg. Wunderbar. Und jetzt können wir das da hinten abgeben gehen. Und ich habe schon gehört, dass es anscheinend hier dann auch Ruf geben soll für. Aber davon sehe ich jetzt ehrlich gesagt nichts. Weil ich habe zwar aus der Paragon-Kiste schon die Tank-Essenz, aber naja, die anderen könnte ich mir vielleicht auch irgendwann mal holen noch. Das geben wir ab. Okidoki, Erasmin braucht die Unterstützung. Was müssen wir jetzt als nächstes machen? Wir müssen natürlich was sammeln. Ah ja, das kennen wir aber auch schon. Also da gibt es ja auch schon so eine Art World. War das eine. Nee, das war keine World Quest, das war quasi eine Daily, wo man die befragen musste. Nach irgendwie neuen Ideen oder so. Da gab es schon mal sowas. So. Das kennt man ja aus dem richtigen Leben auch. Man hat irgendwo ein Problem und jeder hat eine Meinung dazu. Und so ist es bei den Mechagnomen hier auch. Wie viel brauchen wir noch? Hier brauchen wir noch jemanden. Da sitzt er.
Jetzt haben wir noch einen, oder? Wo ist er denn? Ich sollte. Ah, da hinten. Ja, das ist, wenn du die Pet-Battle-Viecher eingeblendet hast, ne? Dann siehst du es schwierig. Gut, das haben wir auch. Das können wir einmal abgeben gehen. Habt ihr über eine Aufrüstung nachgedacht? Faszinierend. Eure Hilfe wird hochgeschätzt. Bitte gebt diese Daten Christi zur Analyse. Ausgezeichnet. Jetzt synchronisieren wir mit den Daten die Einheiten mit den Neuraloszillationen des Subjekts. Startet das Synchroskop! Okay, was? Ach, das ist das Synchroskop. Okay, dann machen wir das mal. Da geht bestimmt was schief. In dieser Sequenz. Ein paar Anpassungen sollten sein logisches Denken verzehnfachen. Wir mögen ihn aber so, wie er ist. Zu viel Logik könnte ihn sein Herz kosten. Eine belanglose Priorität, wo man doch Perfektion erreichen könnte. Aber wenn ihr wollt, erhalte ich seine bisherigen Funktionen. Mit allen Mängeln. Mit allen Mängeln, okay. Ich hätte ihn schlauer gemacht. So, können wir ihn jetzt rausholen, oder wie? Kann ich hier als Vogel auch drauf lasern? So, okay, das ging ja relativ schnell. Haben wir ihn jetzt raus? Ah, da liegt er. Erklärt eure Absichten. Okay. Müssen wir hier wen finden? Hier. Starkes Herz, okay. Also wir haben ihn jetzt schon mal aus der Kapsel raus, aber er liegt da anscheinend bewusstlos am Boden mit leider keinem verstärkten Gehirn. Ne? Man hätte es zehnfach besser machen können anscheinend, aber wir wollen sein Herz nicht verlieren, deswegen machen wir das an der Stelle nicht. Ich hätte es schon gemacht. So, wo müssen wir denn jetzt... Ach nee, wir müssen nicht hier rein, sondern wir müssen quasi davor noch... Cassie finden. Und was macht die Cassie jetzt? Vielleicht helfen wir erstmal hier ein bisschen mit drauf zu erehen. Schau mal, hier ist ein Quest-Mob. Ich habe kein Ziel. Bringt das in die Stadt! Schnell! Wir müssen diesen Robotern Manieren beibringen. Ja, ich habe das Herz direkt bekommen. Gut. Das müssen wir jetzt einmal zurückbringen. Was haben wir jetzt eigentlich hier uns geholt? Funkenreaktor. Ah, ach so, wir müssen quasi ein Herz durch einen Reaktor ersetzen. Da muss ein bisschen näher hingehen, dass man das mal ein bisschen besser sieht. Ich muss nur schnell den Schaltkreis kalibrieren. Ah. Nur zu, leg den Schalter um. Wo muss ich jetzt einen Schalter umlegen? Hier. Aber er hat jetzt auch eine Daily. Defibriert nach Belieben. Nach Belieben, okay, dann immer drauf da. Okay. Bis zum nächsten Mal. Hat es geklappt? Es hat geklappt! Wo bin ich? Was ist passiert? Der Angriff auf Dazar'alor. Ich bin euch äußerst dankbar, Prinz Erasmin. Euch auch, Kelsey. Und euch, Champion. Wir hätten es ohne die Leute von Mechagon nicht geschafft. Und ich glaube, ich weiß, wie wir uns revanchieren können. Okay. Widerstand bleibt standhaft. Es gibt immer Zeit zum Basteln. Viele abtrünnige Bots streifen noch durch die Stadt. Eure Hilfe bei ihrer Beseitigung wäre sehr willkommen. Nun denn, auf zur Schrottverwertung. Auf zur Schrottverwertung. So, jetzt müssen wir mal gucken, was war jetzt hier mit ihm? Achso, jetzt kann ich die Daily nicht mehr annehmen. Hier war es nämlich bei dem Typen irgendeine Daily. Ich weiß halt jetzt nicht, ob das eine normale Daily war, die man so auch schon bekommen hat, oder ob das quasi eine besondere ist. Sollen wir mal diese Haustiere ausblenden? Das nervt gerade tatsächlich ein bisschen, weil ich gar nicht mehr sehe, wo ich hin muss. Also, da haben wir noch einen Teleport. Ah, das Ding hier, oder? Ah, ach, du kannst dich da rein teleportieren. Interessant. Also, wir haben ihn jetzt quasi das Herz eingesetzt. Bin jederzeit bereit zu berichten. Ah, okay, die kommen alle mit. Wunderbar, haben hier unser Squad dabei. Was interessant ist, Mecha, also hier, ne, Mechadrill wacht auf, redet erst was von Dazar'alor und dann spricht er aber hier Erasmin mit dem Namen an. Also, wenn dann...
ist er auf dem Stand, was Dazar Alor war, wo er gerade noch gekämpft hat und kann sich an nichts anderes erinnern, dann dürfte er den Namen von Erasmen nicht wissen. Wenn er aber den Namen von Erasmen weiß, warum spricht er dann Dazar Alor an, wenn er die ganze Zeit quasi bei Bewusstsein war? Weißt du, was ich meine? Obwohl, er war ja eigentlich bewusstlos. Also irgendwie ist das nicht ganz sinnig und nicht ganz zu Ende gedacht. Aber egal, wir stören uns jetzt an dem Fakt nicht, sondern laufen jetzt hier einmal durch. Ich glaube, ich kann da alles zusammenpullen, oder? Dürft ihr easy gehen. Und müssen wir den umboxen? Wo muss ich denn hin? Hier. Oder muss ich einfach alles umhauen, was da... Na super. Wir kennen das ja eigentlich aus der Instanz, dass wir uns immer in den Dingsbereich reinstellen müssen, aber anscheinend habe ich es immer noch nicht drauf. Also den muss ich umhauen, aber es steht hier getötet einfach nur drin. Wunderbar. Aber was wir töten müssen, nicht. Wahrscheinlich einfach alles. Wenn wir jetzt hier mal draufdrücken. Okay, nee, steht nicht dran. Ich frage mich, ob ich die da hinten jetzt auch noch umhauen muss, diese Alamo-Bots. Jetzt hauen wir erstmal ihn weg. Ah, das war der richtige. Perfekt. Ach, hier ist noch ein anderer Spieler. Wo kommt denn der her? Der ist auch in meinem Phasing. Ich dachte, das ist mein alleiniges Phasing. Schön, euch hier zu sehen. Ah, da ist er wieder. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich auch hochfliegen. Höchst beeindruckend, Prinz Erasmin. Höchst beeindruckend. Hä, hat man das von dem anderen Ding auch schon gesehen in der Instanz? Das fällt mir hier gerade zum ersten Mal ein, dass du hier komplett runterschauen kannst, ne? Wahrscheinlich bin ich da immer mit den Mobs zu abgelenkt und will nur schnell durch die Ini. Ja, sieht aber nicht schlecht aus von hier oben. So, da la. Wiedervereinigung von Gnomerigan und Mechagon. So wie die Bürger Mechagons durch die Einheit von Fleisch und Stahl gedeihen, wird auch unsere Einheit uns Erfolg und Wohlstand bringen. Auf Geheiß von Prinz Erasmin ist es mir eine Ehre, den Regenten der ungeteilten Gnomheit vorzustellen. Gelbin Mechadrill, König der Gnome. Mois. Hier etwas auf dem Herzen? So, jetzt ist anscheinend Mechadrill der König von allen Gnomen, also von den Mechagnomen und von den normalen. Was hat jetzt sie hier? Ah, da kriegen wir das Mount. Ihr könnt auf mich zählen. Okay, jetzt müssen wir uns nach SW teleportieren und die gute Neuigkeit verkünden. Können wir hier, ist das ein Port-Ding? Das sieht so aus, es leuchtet zum... Ah, nice. Sowas liebe ich immer, wenn ich mich auch porten kann oder geportet werde. Gut, nach SW hätte ich jetzt auch selber kommen können. Das wäre jetzt nicht so der Stress gewesen. Haben wir da jetzt eine neue Flagge, oder? Da drin. Ah, schau mal, das Mecha-Gnomen-Lichtsignal hier. Zack, da gibt es das Achievement. Und wir haben jetzt einmal das, diese Roboschreite. Nice. Haben wir schon mal das Mount. Schau mal, ob ich das auch reiten kann oder ob das nur die Mecha-Gnome können. Wie heißt denn das jetzt genau? Obosch. Ah, ist das der hier? Nee, das ist er nicht. Ach, ich gebe einfach Mechagon ein. Mechagon. Ja, da gibt es dann doch ein paar mehr. Wo haben wir sie dann? Hier ist sie. Ah, nee, das kann ich mit dem Chao auch reiten. Okay, sieht ein bisschen komisch aus mit einem Elfen. Der ist ein bisschen größer, tatsächlich. Oh, hier auf dem zweiten Account ist gerade der Rare, den ich campe da. Wunderbar. Und ja, wir haben jetzt einmal hier uns die Roboschreite freigespielt, haben auch das Achievement, dass wir quasi die Mechagnome freigespielt haben und jetzt können wir sie uns erstellen und dementsprechend, ja, müssen wir mal gucken, dass wir dann demnächst die Mechagnome leveln. Ich werde jetzt mich nochmal informieren, ob man die auch mit einem DK leveln kann und dementsprechend dann auch das Achievement kriegt. Das gibt es nämlich noch ein anderes. Und zwar genau, dass man sie auf 110 levelt, ohne dass man sie boostet. Und dann gibt es nämlich auch nochmal die Traditionsausrüstung. Damit wären wir am Ende mit dem kleinen Video. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, schaut ihr beim nächsten wieder rein. Ich werde jetzt dann noch die Volpira mir angucken und die freispielen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Tila. Ciao.